Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind einverstanden, wenn ich jetzt auf Deutsch weitermache. Der französische Sozialist und Ministerpräsident Herriot wird wie folgt zitiert. Die Statistik ist eine sehr gefällige Dame. Nähert man sich ihr mit entsprechender Höflichkeit, dann verweigert sie einem fast nie einen Gefallen. Zitat Ende. Gemessen daran hat die FDP für den vorliegenden Antrag offenbar ihren ganzen Charme spielen lassen. Und ich glaube, man muss das für die Damen und Herren, die uns auf der Tribüne oder im Internet zuschauen oder hören, mal herunterbrechen. Bis vor ziemlich genau einem Jahr war die FDP hier im Bundesland noch Regierungspartei. Und einer ihrer Minister war Andreas Pinkwart, nach Eigendarstellung quasi der größte Digitalminister aller Zeiten. Und er hatte immer schöne Statistiken, wie toll es in NRW bergauf geht, wie digital, wie smart, wie hip und modern dank FDP doch alles geworden sei. Hat man ein bisschen unter den magentafarbenen Lack geschaut, sah die Realität dann aber doch trüber aus. Denn wenn nur eine von 427 Kommunen in Nordrhein-Westfalen irgendetwas in digital angeboten hat, dann war ganz NRW in der Statistik digitalisiert. Auch wenn die Bürger in den anderen 426 Kommunen weiter Papier zum Amt tragen durften. Wir kennen das auch aus anderen Bereichen. Was haben Sie sich noch gefeiert dafür, wie viele Schulen Sie an das schnelle Internet angebunden haben? Auch hier wurde extrem schön gerechnet, bis das gewünschte Ergebnis herauskam. Und so galt eine Schule schon als angebunden, wenn das Glasfaserkabel nur draußen auf der Straße vorbeigelaufen ist. Nun ist, meine Damen und Herren von der FDP, der Wähler ja schlauer geworden und hat sie bei der letzten Wahl nicht nur in Nordrhein-Westfalen ein bisschen zurechtgestutzt. Nun sitzen sie in der Opposition, die Reihen sind sichtlich gelichtet und da gibt es dann zwei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. A, man zieht Bilanz und findet die Gründe, warum einem die Wähler davonlaufen. Kleiner Tipp, es könnte vielleicht damit zu tun haben, dass man sie von Grünen und SPD kaum unterscheiden kann. Aber das ist natürlich anstrengend und deshalb entscheiden Sie sich in der Regel ja für B. B ist ganz einfach, man macht weiter wie bisher und schreibt die Geschichte ein wenig um. Und ich muss sagen, das ist Ihnen hier in diesem Antrag wirklich virtuos gelungen. Denn Ihre schwarz-grünen Nachfolger haben natürlich von Ihnen gelernt und verwenden jetzt dieselben schön geföhnten Statistiken, um die eigene Bilanz aufzuhübschen. Nur jetzt will die FDP das nicht mehr gelten lassen. Sie feiern sich also lieber nachträglich dafür, dass es in NRW unter Schwarz-Gelb besonders viele Modellprojekte in einzelnen Kommunen gab. Das stimmt, hat aber mit der FDP sehr, sehr wenig zu tun, im Gegensatz zu dem, was sie den Bürgern offenbar weismachen wollen. Tatsächlich ist es eine Folge der Struktur unseres Landes, die ist allgemein bekannt. Wir haben viele große Städte und die haben bekanntlich eher die Mittel, in solche Projekte zu investieren, als kleine bzw. ländliche Kommunen. Daher kommt dieser Vorteil in NRW, nicht von Herrn Pinkwart. Schaut man dagegen in die Fläche, da haben Sie recht, dann sieht es eher trüb aus. Aber das ist mindestens genauso Ihre Verantwortung wie die Verantwortung Ihrer Nachfolger in der Landesregierung. Herr Tritschler, es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage. Lassen Sie die zu. Sehr gerne. Der Kollege Hagemeyer hat das Wort. Ist nicht da? War wahrscheinlich dann versehentlich eingedrückt. Herr Frohe, es geht weiter. Berücksichtigt. Wie gesagt, schaut mal dagegen in die Fläche, da haben Sie recht, dann sieht es eher trüb aus. Aber das ist eben, wie gesagt, Ihre Verantwortung, mindestens genauso wie die Ihrer Nachfolger. Mit solchen billigen Taschenspielertricks werden Sie die Verwaltung jedenfalls nicht digitaler und auch nicht bürgerfreundlicher bekommen. Wir kritisieren das seit Jahren und haben auch ganz konkrete Verbesserungsvorschläge hier immer wieder vorgebracht. Das haben Sie immer rundheraus abgelehnt. Schließlich sei ja alles auf einem guten Weg, wie Sie uns versichert haben. Und jetzt müssen Sie im Nachgang und auch unfreiwillig offenbar zugeben, dass das nicht der Fall ist bzw. der Fall war. Für die Bürger heißt das im Regelfall weiterhin, digital ist der Staat nur da, wo er etwas von dir will, also insbesondere beim Finanzamt. Wenn du ihn umgekehrt brauchst, nimm dir lieber einen Tag Urlaub, zieh eine Nummer und setz dich ins Wartezimmer. Ihr Antrag, meine Damen und Herren von der FDP, der ja aus einer langen Serie von Anträgen kommt, ändert daran nichts, aber zeigt zumindest noch einmal deutlich, wie sehr Anspruch und Wirklichkeit bei Ihnen wie immer auseinanderliegen. Dafür vielen Dank.